Duisburg. 6500 Bulgaren und Rumänen leben hier. Fast alle kamen mit Touristenvisum für 3 Monate. Doch wem es gelingt, ein Gewerbe anzumelden, darf bleiben und hat Ansprüche. Auf Wohngeld, Kindergeld und teilweise auf Hartz IV. Für sie sind 184 Euro Kindergeld schon fast so viel, wie sie daheim im Monat hatten. Aber auch wenn sich für viele die Lage verbessert, die Integration im Alltag geht nur schleppend voran. In Duisburg häufen sich die Probleme buchstäblich auf der Straße. Anwohner in diesem Viertel klagen über die zunehmende Kriminalität und den vielen Dreck. Wer kann, zieht weg. Die Frau, die wir gerade in Duisburg-Meiderich in der Bergstraße gesehen hat, steht heute bei uns und hier neben mir. Frau Kessler, Sie sind seit 13 Jahren in der Bergstraße zu Hause in Duisburg. Was hat sich in den letzten Jahren da so gravierend verändert? Also in den letzten Jahren nicht, aber im letzten Jahr sind in 2 Häusern unserer Straße Rumänen eingezogen, beziehungsweise Romas, und haben natürlich unser Straßenbild und das gesamte Leben oder unsere Wohnsituation dermaßen zum Wanken gebracht, dass das Leben dort nicht mehr sehr angenehm, ruhig oder schön ist. Mhm. Also was heißt das ganz konkret? Das heißt ganz konkret, dass der Müll sich dort gehäuft hat auf den Straßen im Park, dass diese Menschen dort ihre Geschäfte in dem Park erledigen, manchmal auch auf der Straße.